Auf Bachelorette Maxim warten heiße Single-Männer. Welche von ihnen lassen die Herzen schon jetzt höher schlagen? Heute Abend steigt der Flirtfaktor im deutschen Fernsehen wieder. Die Ex von David Friedrich geht als neue Rosenlady auf die Suche nach ihrem Traummann. 20 liebeshungrige Hotties buhlen um das Herz der Influencerin. Dabei begegnet die 26-Jährige ein paar bekannten Gesichtern. Jonathan Steinig ist erfolgreicher Influencer und Model. Dario Carlucci ist eingefleischten Reality-TV-Fans aus Are You The One bekannt. Nico Ulanowski geht vor 2 Jahren mit Ex-Bachelorette Nadine Klein bei Dancing on Ice an den Start. Auf den ersten Fotos entpuppen sich die Boys schon vor Start als Augenschmaus. Doch trifft die Produktion mit ihrer Auswahl wirklich ins Schwarze? Promiflash hat bei Denise Hersing nachgefragt. Die Ex-Bachelor-Kandidatin gibt eine erste Einschätzung. Der Favorit ist, glaube ich, Dario, rein vom Optischen her. Spannend werden könnte auf jeden Fall Benedikt, weil ich finde, der sieht einfach aus wie Paul Janke. Und Gustav, weil der sieht nicht aus wie der Standard-Bachelorette-Kandidat, aber ich glaube, der ist halt ganz lustig. Max Adrio rechnet sie ebenfalls große Chancen aus. Der Stuttgarter ist 31 Jahre alt und arbeitet als Investmentberater. Er wirkt auf Denise wie ein gestandener Mann. Dass Gustav Maxims Typ ist, bezweifelt sie allerdings. Also no front, aber ich glaube zwar nicht, dass sie oberflächlich ist, aber ich finde so vom Optischen her, die beiden nebeneinander, das passt irgendwie nicht. Bei einem weiteren Kandidaten ist sie vorerst skeptisch. Ärger machen könnte Jonathan, weil ich finde, der gibt einem so Bad Boy-Vibes. Dieser Meinung ist auch Showkollegin Steffi Stark. Und wen sieht sie in der Kuppelshow vorne? Meine Favoriten in der diesjährigen Bachelorette-Staffel sind auf jeden Fall Toni, Dominik und Max. Die wirken wirklich sympathisch und einfach ganz normal, so wie ich es einfach mag. Der 33-jährige Dario hat es ihr ebenfalls angetan. Dann denke ich, dass Dario wirklich Potenzial hat, dass er ein Favorit werden könnte von Maxim. Die könnten wirklich gut zusammenpassen, so vom Optischen her. Bachelorpaar Nico Griesert und seine Michelle haben da einen ganz anderen Mann im Blick. Der Leon wäre schon auch einer meiner Ehesten. Aber auch die restlichen Männer überzeugen Michelle. Und was denken die Promi-Flash-Leser? Welcher Boy macht den besten ersten Eindruck? In einer Umfrage gibt es einen klaren Sieger. Dario kann 29,4% der Fans überzeugen. Kenan und Max tummeln sich hinter ihm auf Platz 2 und 3. Schon vor Staffelstart gibt es unter den Fans also die ersten Favoriten. Doch am Ende zählt nur eins. Welcher Boy lässt das Herz von Bachelorette Maxim höher schlagen?